Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Wir können uns heute wieder am Tag... Oh, gar keinen Tag in Folge. Habe ich gestern gar nicht gespielt. Oh, scheiße aber auch. Egal, 19 Dollar mitgenommen, ist in Ordnung. Wir haben jetzt mittlerweile 2859 Dollar. Kann man damit irgendwas Schönes machen? Piraten... Komm noch an, was ist denn die nächste Map? Vielleicht kann man doch die Piratenbucht mitnehmen. Wenn es eine Only-Wasser-Map wäre... Schau mal, welche unplatzbare Map wir jetzt haben. Es ist durchaus eine wässrige Map. Ich glaube, da passen zu wenig Dings drauf, oder? Zu wenig... Ah, könnte man hier rauf machen? Ich glaube, ich nehme die Schädelbucht mit. Die sehen mal wirklich nicht schlecht, die komischen Schiffchen. Sonst hätte ich mir jetzt überlegt, vielleicht... schauen wir mal ganz kurz. Irgendwie Brandfallkanone ist dazu. Genau, das könnte Harmlons entdecken und die Brandfallkanone, die kann jetzt, glaube ich, auch die Bloons kaputt machen. Aber bin ich mir unsicher. Das hätte ich halt nach Magie geschaut und so, denn es kamen mir wieder ein paar Vorschläge, was ich auf dem Platz war, alles spielen könnte. Aber mit der Zeit kommt er schon. Hier haben wir auch noch Wasser, hier haben wir auch noch Wasser. Er muss das sogar nur noch rückwärts machen, das habe ich schon mal auf Unplatzbar geschafft anscheinend. Nur noch auf rückwärts, sehr langweilig. Na gut. Ist also. Gut, Schädelberg. Auf Unplatzbar für 300. Nee, keine Schnellstrecke, oder? Schnellstrecke? Doch, mal Schnellstrecke, oder? Diesmal machen wir mal Schnellstrecke. Oder Schnellstrecke? Ah, ist doch immer doof. Ne, wir machen keine Schnellstrecke. Hab ich? Oh, ist das das gewesen, wo ich, hier vielleicht noch? Ne, oder? Wo kann ich denn weitermachen? Warum sagt ihr mir, dass ich da... Ach, leck mich jetzt. Weitermachen einfach. Keine Schnellstrecke. Auch wenn ich wo auch immer weiter fortfahren könnte, ist ja auch egal. Komm, wir haben sogar genug Geld für einen... komischen Affen, der kann sogar da angreifen. Nice! Ist das nicht nice, Freunde? Auf geht's. Er kann Tamluts und da sieht er hier, bam, bam. Der geht sogar durch die Bloons durch. Nice! So. Ja, mein kleines Ding kann easy alles kaputt machen. Schneller schießen kann man gleich noch machen. Wir können auch noch Traubenhagel machen. Was machen wir denn? Ich glaube, wir machen erst eine Bananenplantage. Ich glaube, der macht es an sich erstmal genug kaputt. Ich meine, er hat so viel Zeit, das kaputt zu machen. Ich glaube, die gehen hier rein und dann hier rein. Ja, auf jeden Fall. Bananenplantage für 1000 zu I. Ja, so viel zur Bananenplantage. Alles klar, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, Traumhage schon mal in Ordnung. Zerstörer ist auf jeden Fall wichtig, das zu machen. Muss ich Ausguck machen, um Zerstörer zu machen? Nein, ich glaube nicht. Okay, jetzt werden wir auf jeden Fall nichts machen. Jetzt kann er schnell genug schießen. Die Bananenplantage. Und mir wurde Tipp gegeben, ich soll ganz, ganz, ganz viele Bananenplantagen bauen. Würde ich wahrscheinlich auch machen, hätte ich Geldprobleme und wirklich Probleme, die Spiele durchzumachen. Ich denke, auf Extrem-Maps und so weiter wird es sicher wichtig sein, viele Bananenplantagen zu bauen. Aber hier auf diesen Anfänger-Maps reicht es durchaus, 2 oder 3 Stück zu bauen, die man da ein bisschen upgraden kann. Also ich habe bisher noch keine Notwendigkeit gesehen, die noch weiter aufzurüsten, also noch mehr zu bauen, zumal der Platz auch mal sehr gering ist. Also hier kann ich sie hier hinten hinstellen. Ja, ich werde sie hinten hinstellen mit dem Bannerbau hier so in diese Richtung. Irgendwie brauche ich es echt lange, bis ich hier 1200 Dollar habe. Ist ja irre. Aber ein Schiff, ja, dauert ein Weilchen, aber ich glaube, hier oben ist der Zerstörer. Ich bin mir unsicher, aber das werden wir gleich sehen, sobald wir 2 Plantagen haben. So, Nummer 1. Nee, nicht das. Ups. Verdammt. Das waren gerade, glaube ich, 250 Dollar. 50 Dollar. Okay, naja, war es in Ordnung. War nur 50 Dollar. Das ist nichts gewesen. Ihr habt nichts gesehen. Habe ich rausgeschnitten. Okay. Ah, der Bananen. Scheiße, der Bananenbau schießt ja auch hier an. Das ist nicht gut. Oh, wobei. Doch, da kann er so schon hinschießen. Kommen die halt wieder zurück und da kann er nochmal angreifen. Aber besser als wenn sie, weiß ich nicht, hier unten und dann halt nicht weiter vorbeikommen. Ich brauche eine neue Bananenplantage. Level 16, Runde 16. Und mein eines Schiff macht immer noch so viel Schaden. Wenn der Zerstörer ist, dann geht's richtig ab. Dann geht die Party richtig ab. Oh, da waren Regroups gerade gewesen. Nicht ganz so einfach gewesen, ja. Aber, na, es ist cool, dass sie durchgehen. Also, ich weiß nicht, die gehen, glaube ich, bis zum Ende durch, oder? So wie ich das sehe.
Ne, doch nicht. Immer zwei oder drei machen die halt kaputt. Ist aber auch in Ordnung. So, größere Kanonen, Zerstörer. Wunderbar, mache ich nämlich ausgucken, die Skillen. Denn durch mein Häuschen kann er schon Tarnbelohnung senken. Das heißt, wir sparen mir nochmal 300 Dollar. Nice. So, gleich aber Zerstörer. Wir haben den Zerstörer sogar schon. Ne, noch nicht ganz. 1500 kostet der. Bitte. So, jetzt geht ab hier. Jetzt haben die nichts mehr zu lachen. Die Gegner. Flugzeugträger können wir auch mal machen. Hat man auch schon ewig nicht mehr gehabt. Boah, holy shit, macht der Schaden. Ah, stimmt. Die Tarnbelohnung haben wir schon kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Die Lieblings sollten wir auch kaputt machen können. Ich glaube, die haben wir schon kaputt gemacht. Bin gespannt. Ich glaube, Runde 29 kommt der erste. Ne. Da war. Achso, das ist 28. 28 und 29 kommt der erste. Da ist der einer. Ah, wunderbar. Feuer! Heißes, sengendes Feuer zerschmilzt die Schichten der Lieblings. Easy. Ah, schon mal schön. Wenn wir noch so schönes machen, dann stehen Eistauer hier hin, wa? Einen kleinen Eistauer. Ich denke, den kann ich hier hinsetzen. Die Range erhöht sich ja noch enorm. Ah, oh, lass mich. Den scheiß Tower setzen. Bam! So. Aber erstmal würde ich sagen, ja, der kann ja allein noch easy alles kaputt machen, das ist ja kein Thema. Niu, niu. So gut. Alter, das Schiff ist ja mega heftig. Ah, wir haben noch 12 Runden bis zum Warp. Da können wir noch auf jeden Fall die andere Bananenrepublik auch noch bauen. Guck mal, wir haben jedes Mal 13 Stauden oder 13 Bananas raus. Und danach sollte man vielleicht mal ein paar mehr Towerchen bauen, weil wir haben lediglich einen einzigen Tower, der gerade so ein bisschen Schaden macht. Und bisher kamen nur 5400 Blumen. Das ist ja nicht so viel gewesen, ne? Da sind die Regenbogen. Schön. Kommt, mehr. Los. Mehr Blumen. Und jetzt haben wir hier schön zwei von den Bananenplantagen. Und jetzt können wir das hier endlich mal ein bisschen aufrüsten. Arktischer Wind. Wollen wir mal Eisbrocken. Ich glaube, arktischer Wind ist eher besser. Jetzt habe ich das schon so hier hingesetzt. Das hätte man Eisbrocken erstmal ein bisschen weiter in die Mitte machen müssen. Arktischer Wind ist da, glaube ich, schon wesentlich besser. Wobei natürlich Eisbrocken mega gefährlich ist für die Gene. Boah, ich hätte so richtig Bock auf Eisbrocken. Aber nee. Kann ich die irgendwo hinsetzen? Scheiße. Nicht so, dass sowohl Eistower als auch mein Boot beeinflusst. Ich habe 5400 Gold. Was soll ich damit machen? Ich weiß es nicht. Noch ein Boot bauen? Bauen wir noch ein Boot. Ja, wird notwendig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird definitiv notwendig. Bam. So, jetzt haben wir zwei Stück davon. Zwei gefährliche, todbringende Schiffe. Machen wir arktischer Wind? Machen wir arktischer Wind, oder? Ich weiß es nicht. Eisbrocken sind auch ziemlich geil. Ah, bringt mir noch nicht viel. Ich hätte ja... ich kann sie hier nicht raussetzen oder so. Ich könnte... Naja, bringt mir auch nichts. 8000 Dollar. Was soll ich noch? Was soll ich noch mal mit? Na gut, machen wir so. Ist doch okay. Vielleicht hätte man Affen drauf da hinsetzen sollen. Ach, schon wie alle eingefroren wird hier hintereinander. Bam, 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 bam. Alle kaputt. 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 Was macht man? Flugzeugträger? Ne, Flugzeugträger ist nicht so cool. Wir haben 5000 Dollar und eine 2 Runden kommt, ein Moab. Was brauche ich bis dahin? Was brauche ich bis dahin? Ich habe keine Ahnung. Bauen wir auf jeden Fall erstmal einen Sauger. Müssen wir auf jeden Fall ein Affendorf hinbauen, ja. Geht gar nicht. Aber bauen wir hier ein Affendorf hin? Das ist ziemlich cool. Und dann bauen wir Sauger hin. Sauger, die ein bisschen weiter hinten bleiben. Dass sie nicht gleich am Anfang so rumnerven. Ist ja noch im Range, ja, ne? Hoffe schon. Ja, ich glaube schon. 400, krieg ich noch 600 zusammen, 700, 600, 500, 400, 300, 200. Ah, wird schon werden, oder? Oder? Bestimmt gleich kurz. Okay, man, aber ein Sauger. Einen. Genau, Moab-Sauger war das gewesen. Ich dachte, ich habe gerade das Falsche geskippt. Aber nein, das war das Richtige. Oh, da werden sie eingesaugt. Eingesaugt. Schnell und unkompliziert.
Und guck mal hier, wie sie alle eingefallen. Das ist so gut, ey. Wir müssen auf jeden Fall noch Radarscanner machen. Affenleuchtfeuer. Und gleich den Radarscanner, damit auch die Tarnbloons eingesaugt werden. Oh, jetzt ist gefährlich. Jetzt ist gefährlich. Ich hasse Regrooves. Ich hasse Regroove-Bloons. Ja, die können dummerweise hier unten noch nicht angreifen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Theoretisch könnte man das wahrscheinlich ewig so weitermachen. Naja, kommen schon ein paar mehr. Okay, jetzt kommen ein paar mehr nach. Uiuiuiui. Viraler Frost wäre... jetzt Eisbrocken unten, ne? Mega gut. der wird geslowt und der Sauger saugt schon mal so gut. Njo. Sauget und sauget. Ich werde auf jeden Fall Eisbrocken da unten hinpacken, ey. Holy shit. Ich könnte hier nochmal, ne? So kleinen Klebstoff schützen. Hier ist nochmal richtig gut. Auf dem letzten Blumenlösungsmittel, klebiger Klebstoff und Klebstoffkleckse. Bam, jetzt geht's ab hier. Guck's dir an. Wie sie einfach alle schmelzen. Können nichts dagegen tun. Nichts. Absolut gar nichts. Das ist schon bitter, ey. Die werden geschreddert und gleichzeitig noch zerschmolzen. Ach, ich glaube, vielleicht können wir da Flugzeugträger machen. Mal schauen. Erstmal hier Dschungeltrommel noch. Wir können hier auf jeden Fall noch Dings machen. Affenstadt. Das ist gut. Dann können wir noch 50%, 50 Dollar mehr, oder 50% mehr Geld mehr. 50% Geld mehr. So. Und wie zerrissen wurden die Moabs. Easy. Und hier, bam. Guck mal hier, wie die Popcorns hochgehen. 5700, der hat gerade mal 3900. Und die sind auch gerade mal bei relativ wenig. So, Affenstadt auf jeden Fall gleich mal. Und da kommt so ein schönes Inferno hin. Nice. Aber dauert noch ein bisschen bis dahin. Auch wenn der 100er Schichten pro Sekunde schmilzt, ich krieg kaum Geld. War ja doch schon ganz okay. Immer noch. 7000, 6000, 6500, 5000, 4500.